Detektive, ich habe einen neuen Auftrag für euch. Wie ihr wisst, möchte ich schon lange wissen, wie Constantia Teich diese ganzen Produktverpackungen herstellt. Nun habe ich einen Plan. Besorgt mir alle Teichprodukte, die ihr im Supermarkt findet. Dann können meine Laboranten die tollen Verpackungen nachmachen. So, Detektive, ihr habt jetzt den Auftrag, ein paar Produkte zu finden, deren Verpackungen von der Firma Teich produziert werden. Ihr habt exakt eine halbe Stunde Zeit. Los geht's, eure Zeit läuft ab jetzt. Drittens, Extrusionsbeschichtung. Also, Frischhaltefolie und... Hier sind die Frischhaltefolie. Und was jetzt? Halt, stopp! So geht's nicht. So geht's richtig.
Fünftens, schneiden. Dazu benötigen wir eine Schere und eine Alufolie. Gut. Sechstens, prägen. Laut meinen Nachforschungen benötigen wir eine Alufolie. Okay. Bitte. Ich lese es noch einmal nach. Wir müssen eine Form. Halt, stopp! So geht's nicht. So geht's richtig. Punkt 7 auf meiner Liste, Stanzen. Dafür benötigen wir wieder Aluminiumfolie. Was sehr klar ist, dass ich die Firma Constantia Tae hauptsächlich mit Aluminiumverpackungen beschäftigt. Und dann unsere Stanzwerkzeuge. An die Arbeit. Halt, stopp! So geht's nicht. So geht's richtig. Zwei Schüsseln und Aluminiumfolie. Also, halt, stopp! So geht's nicht. So geht's richtig. Was haben wir denn vor? Wir kündigen. Oui! Yes!